Guter Film, viel Spaß zum Lachen. Und mit ein bisschen Drogenberauschung geht das immer noch besser. Also war nicht so toll. Doch, der ist wirklich super. Der Mit ist wirklich super. Drogenberauschung, ich meine, wenn du schon Drogen nehmen musst, um das Spiel, den Film halt irgendwie interessant zu finden. In dem Drogen, in dem Film, in dem Drogen, ach nee, ja. In dem Film wird ja auch ein bisschen Drogen konsumiert. Och, dann weiß ich schon, in welchem Land das Spiel, ja, ich weiß auch nicht, ob das Spiel, der Film halt nicht erscheinen wird. Gegen den grünen Star soll es helfen. Ja. Genau, das war mit dem Hund, weißt du, mit dem, was hat der Hund und sie auch. Ich glaube, Hat irgendwie der Hund auch grünen die einzige, Star? die einzige Szene, die ich gerade so im Kopf hatte, war, ich hätte den Trailer davon gesehen, den Film noch nicht. Dafür habe ich zigtausende andere Filme gesehen. Das war wirklich für mich das Jahr nicht des Gaming, sondern des Filmeguckens. Nachdem ich letztes Jahr mein halbwegs Filmejahr beendet habe mit Avatar, fängt das dieses Jahr schon gut an. Jetzt muss ich mal eben nochmal meinen alten Beitrag gucken von Gia Foundation. Schleichwerbung. Naja, ist ja nicht mehr lange da. Nee, leider nicht mehr. Ist ja bis nur ein paar Tage und dann ist auch Tschüss Giga Foundation. Was ja eigentlich total schade ist, ist eigentlich noch Giga Foundation. Da fällt gerade etwas runter. Ich glaube, das war mein MP3-Player. Egal. Unwichtig. Mein MP3-Player. Nee, aber hab da wirklich einige Filme geschaut, beispielsweise angefangen war. Muss ich scrollen? Scrollen. Scrollen. Genau. Zombieland. Erstmal. Das war im Februar und dann habe ich noch Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen geguckt. Das war auch genial. Ah, dieser geile Kinofilm. Ich hab den. Ich dachte irgendwie, der wäre überhaupt nicht witzig, aber ich meine, diese Idee mit diesen ganzen alles aufs Essen zu machen oder beziehungsweise alles so essen, also einfach das alles irgendwie so sich um Essen redet, das war total genial gemacht. Und ich hatte total, dann irgendwie am Ende des Films habe ich so richtig Hunger gehabt. Ich dachte so, ich habe Popcorn schon aufgegessen, Cola weggesoffen, ich habe so ein richtig Hunger, weil es war einfach nur ein schmackhafter Film, das muss ich sagen. Also wenn du Hunger hast, isst den Film. Deshalb Fanboys habe ich weiß noch. man hier auch, warum Ich man habe im noch, Kino, ja. deshalb weiß man auch, warum man im Kino immer sich was zu essen holt und warum kurz vor Beginn des Kinofilms immer noch eine gute Frau ankommt. Möchte jemand Eis? Das war dieses Mal eigentlich nicht so. Diesmal war es, ich glaube, das war Tacos oder so. Was irgendwie in der Richtung. Irgendwie Was? Chipsartiges. Wo Ja, kommt irgendwas mit, rein? wie heißt das, oder Nachos, irgendwas mit diesem Käse, du weißt ja, diese Ja, Chips da mit Käse überdeckt und so, was auch total lecker war. Und da gab es auch den Film Fanboys, den habe ich gesehen, so eine Art Verarsche von Star Wars und, also beziehungsweise so, worum geht's eigentlich, das sind halt so Leute, die wollen den Star Wars-Film sehen, der halt rauskommt und dann versuchen sie halt da irgendwie zu diesem, als erstes das zu sehen und wollen halt gleich zum Regisseur gehen, also zu diesem Lucas und George Lucas und halt sind da hingefahren, war total lustig. Also ich hab's als Star Wars-Fan ziemlich genossen. Und ja, doch, war ein guter Film und auch schön Star Trek auch noch auf den Arm genommen, also das war auch genial. vielleicht ist ja Habe auch das ich Jahr noch. 2010 der Parodien irgendwie. Würde ich jetzt nicht so sagen. War ja einige lustige Filme, aber würde ich jetzt nicht sagen. Ghostbusters 2 habe ich mir noch angesehen. War jetzt nicht im Kino natürlich, sondern halt Internet. Hust, hust. Nee, weil Ghostbusters 1 kam jetzt letztens im Fernsehen, aber ich habe den schon gesehen, aber Ghostbusters 2 noch nicht. Und deswegen dachte ich jetzt, gut, gucke ich mir Ghostbusters 2 noch an. Dann war noch Surrogates. Das ist so eine Art Zukunftsgedönsfilm, wo jeder Mensch noch einen Avatar sozusagen hat, so eine Art Kopie und das ist alles aus einem Fugen geraten und am Ende gab es wieder so einen Krieg und du weißt schon, das ganze Apokalypse und so ein Zeug und am Ende fallen halt alle Avatare sozusagen um und dann war es das wieder. War also damit eigentlich ganz okay, so ein Film war okay, aber das Ende war einfach irgendwie zu plötzlich und naja, gut. Dann habe ich noch weitere Filme gesehen, das gibt's ja nicht. Du hast Percy so viel Jackson, geguckt, ich habe nur einen einzigen geguckt. ja, Percy Jackson, Diebe im Olymp und Kampf der Titanen. Zwei Filme, die total gleich waren. Percy Jackson eher für kleinere, wegen Kampf der Titanen mehr halt wirklich auf Kampf war. Und, aber die Story war wieder total gleich. So eine typisch griechische Story und
ach, was weiß ich, mit Göttern und sowas und ja, mit Medusa und den ganzen alten Göttern und waren halt grundsätzlich gleich. Ich habe mir beide reingezogen. Ist ein großer Fehler gewesen. Ich habe erst Percy Jackson geguckt, damit wusste ich schon sofort die Story vom Kampf der Titanen. Aber wenn ich jetzt rückblickend machen soll, Kampf der Titanen war ein bisschen besser. Das hat mir schon ein bisschen besser gefallen. Wobei Percy Jackson wieder so ein bisschen lustig war, denn zum Beispiel jetzt für alle Call of Duty Fans, in diesem Film hat jemand Call of Duty Modern Warfare 2 gezockt. Ja, am Anfang des Films, da sind die in so ein Lager reingegangen, wo halt so irgendwie Helden ausgebildet werden, was total krank ist, aber egal. Und einer hat halt so ein PC gezockt, so Call of Duty Modern Warfare 2, und auch so, ja, ich zock doch gerade Call of Duty, bitte warten und sowas. Und der ist so, geil, Call of Duty. Weil ich halt, wie gesagt, die Serie nicht so mag, aber ich fände es aber geil, dass mal so irgendwie mal Spiele wieder reinkommen, was ja selten ist, dass Spiele in Filmen ist, also, dass jemand irgendwie so ein richtiges Spiel kennt. Ist das dann nicht ein 18er Kinofilm? Nee, es war ab 12, soweit ich weiß. Gut, okay. Kampf der Titanen war, glaube ich, ab 16, irgendwie so rum. Aber es war ja auch nicht so wirklich viel zu sehen. Es war nur ganz kurz eine Szene, wo er irgendwie Luft geschossen hat oder sowas. Ah, gut, okay. Dann mache ich mir keine Sorgen. Gut. Gut. Dann natürlich. Mit einem Kumpel habe ich übrigens noch dann im Sommer Night and Day geguckt. Also so mit Tom Cruise und war eigentlich so ein Actionfilm, ganz klassisch Actionfilm und mit Mission und so weiter, war auch ganz in Ordnung, aber habe ich mehr erwartet. Dann noch die etwas anderen Cops, irgendwie eine Woche später. Okay. Auch im Kino. Also ich habe wirklich, ich war, also Kino, der wird mir sehr dankbar sein, dass ich dieses Jahr so oft drin war. Ja, guck mal. Da geht der Mensch jederzeit ins Kino. Ich war dieses Jahr so gut wie gar nicht im Kino. Ich habe hier haufenweise Gutscheine, die habe ich immer noch nicht eingelöst. Also zum einen, aber bevor wir weiter irgendwie abschweifen, auf jeden Fall noch weiter. Also die etwas anderen Cops, total genialer Film, muss ich sagen. Halt sowas wie, wie hieß diese Polizeiserie damals, ne? Also die so total die Polizisten auf den Arm genommen hat. Das ist als das gewesen, nur als Film und wirklich als Cop-Komödie geht's auf jeden Fall gut durch. Alarm für Cobra 11? Nee, es war so Police Academy, genau, Police Academy. Ach, die Police Academy. Genau, ach, und wie geil. Das war halt sozusagen so ein Film in dem Sinne. Nur halt, also wirklich, war genial, musst du einfach reinziehen. Du wirst lachen, das ist echt, ist eine Empfehlung. Sonst habe ich noch gesehen, The Social Network, das war der letzte Film, den ich gesehen habe. Über die Facebook-Macher. Genau, oder genauer gesagt über Zuckerberg. Zack. Du bist scheiße. Ey, du bist. von diesem Zuckerberg. Genau, auf jeden Fall. Ich sag mal, der Film, ich würde wirklich nicht jeden empfehlen. Wer jetzt mit Facebook nicht so viel am Hut hat, wird ja total. Es ist ja eine Biografie gewesen und als Film irgendwie. Nein. Also man kann Biografie auch total nicht gut machen, aber nee, für Facebook Leute, also für Leute, die sich nicht so für Facebook interessieren, ist das bestimmt total uninteressant. Für mich ging's, aber naja, wer sich nicht wirklich interessiert für diesen Macher von Facebook, wie das alles entstanden ist, würde ich echt nicht empfehlen. Sonst für den Rest kann man sich anschauen, ist aber kein Muss. Also man verpasst da nichts. Ist jetzt nicht so der Burner gewesen. Okay. Das war jetzt mit allen Filmen. Jetzt haben wir Spiele durch, wir haben Filme durch, wir haben großartige Ereignisse gehabt. Wir hatten. Ja. Was wir noch nicht hatten, vielleicht noch was mit Love Parade, Duisburg-Unglück, aber da kann man nicht so viel zu nee, sagen. Nee, das lassen wir mal lieber. Weil ist jetzt so eine negative Sache, wir wollen unseren Podcast ein bisschen positiver anhauchen. Wenn müssten wir negativ am Anfang machen, damit wir positiv noch weitermachen können. Genau, sonst am Ende werden alle Zuhörer ziemlich depressiv und so, ach, war so ein Kackjahr und so. Nee, aber war eigentlich ein ganz interessantes Jahr und so. Genau, meine ich auch. Mit Move und Kinect natürlich, wie gesagt, und. Ja, Move mit dem komischen Ball. Das total pervers aussieht, mal ganz ehrlich, und Kinect, eigentlich wirklich interessant, aber hat sich anscheinend noch nicht so durchgesetzt wie die Move, also Move kam ein bisschen besser an.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen eine große Umgewöhnung, weil mit Move hast du ja wenigstens irgendwas in der Hand. Verstehst du? In der Hand, so mit Ball und so. Und. Ein Controller mit einem Ball oben drauf. Das sieht zu scheiße aus. Aber, und dann gab es halt noch dieses mit dem Kinect und ohne Controller und das ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich. Ja, du kannst auch, wenn du ein Mensch bist, der gerne abends spielt, kurz vorm Schlafen gehen, kannst du dich da nackt hinstellen. Egal, lassen wir das mal. Ja. Gut, das war jetzt so das Jahr 2010. Mit, sag mal das Fazit, sowas, wie fandest du das Jahr? Also, ich fand das ja, es war gut, es war aber auch so ein bisschen. Also, Anfang des Jahres war irgendwie so eine komplette negative Sache. Also, da ging so gut wie gar nichts so richtig in Gang irgendwie, aus meiner Sicht. Und es hat gedauert so bis kurz vor Anfang der Gamescom. Und dann ging es so langsam, ah, wir tun mal was. Und dann ging es so richtig los. Also jetzt wieder zu Weihnachten. Wieder ab in den Keller. Ja, Mal für mich gucken, ob es war nächstes Jahr anders wird. das. Ich will es Dieses Jahr hoffen. war für mich jetzt auch nicht so. Also, filmemäßig, wie gesagt, ganz gut. Also, ich habe ja genug Filme aufgezählt, die das beweisen. Aber. Und Spiele bis auf Assassin's Creed 2 war das irgendwie für mich nichts dieses Jahr. Also, da hat mich wirklich nichts geflasht. Ja, außer das eine, was Patrick spielt. Wie heißt denn das? Sonic? Nee, das andere. Ah, wie hieß Ja. das nochmal? Mirror's Edge? Ja, ich glaube ja, genau. Aber kann das dieses Jahr auch so nicht? Gab es doch letztes Jahr, oder? Mirror's Edge Ist ist der schon nicht schon der letztes Jahr zweite Teil erschienen. davon? Ist der zweite Teil dieses Jahr erschienen? Nein, nein, der ist angekündigt, aber sonst. Stimmt, dann war das die News, das angekündigt war, dieses Jahr. Du bist schon weiter voraus. Ja, ein bisschen. Ich bin immer noch Ist aber schnupft. auch gut so. Man soll immer nach vorne gucken, nicht nach hinten. Hinten war schlimm. Okay. Aber nee, mein Fazit ist einfach nur, naja, geht. So Gut. geht so, ja, weißt du, so teils. Anfang auch des Jahres, wie gesagt, nichts und dann irgendwie mit Assassin's Creed 2 ein kurzes Hoch, dann wieder tief bis zum Sommer und Sommer wieder wirklich ganz im Keller. Und dann ging es wieder ab August, gut, am Ende Sommer so schon wieder so los und dann ging das so bis so ja Ende November und dann wieder bergab bis jetzt. Und von der ist so ein hoch, runter Ja. Jahr gewesen. Also, naja, war ja so das Jahr der nicht so wirklich großen Sachen, aber dafür ist nächstes Jahr vieles Großes geplant und deswegen machen wir auch mal weiter mit dem nächsten Jahr, 2011. Genau, 2011, das Jahr der Spiele. Genau, denn, oder beziehungsweise das Jahr des neuen MMORPGs-Battles, wenn man das mal genauer nehmen will. Am Anfang erstmal kommt die Fortsetzung des Rennspiel-Battles an, mit dem Test Drive Unlimited Turbo, wo ich ja schon wirklich viel gesagt habe im letzten Ja. Podcast. Und mach mal du weiter. Ich muss mal eben kurz was essen. Jetzt muss der was essen, das gibt's doch nicht. Dann auf jeden Fall auch noch, da kommen wir jetzt in die Shooter-Szene ein bisschen. Portal 2, nächstes Jahr im April, wie wir schon gesagt haben. Des Weiteren auch noch, was hatte ich denn da noch stehen gehabt? Duke Nukem Forever. Ja. Auch ein sagenumwogener Titel. Was ich mir übrigens auch kaufen werde. So ist das nicht. Also, es ist wirklich ein Muss für jeden. Für jeden, wer so Shooter-Fan ist oder irgendwie das auf das Spiel wartet, das geht. Ja, da muss man einfach was. Kommt man nicht mehr drauf vorbei. Also, das hat jetzt so lange gedauert und jetzt endlich, dass man das erscheint, das ist echt, dieses Jahr kam endlich nach Jahren Gran Turismo 5 raus und nächstes Jahr wird endlich nach Jahren Duke Nukem Forever rauskommen. Das heißt, es ist wirklich 2010, 2011 die Jahre des endlich mal erschienen oder so, ne? Also, dass man endlich das erscheint. Und, Ja. nächstes Jahr halt ein Duke Nukem Forever.
Aber wir Das sind ja. wird, das wir wird dann aber, solange sich das nicht nochmal verschiebt, denn Gran Turismo war ja auch kurz davor, wir nochmal verschoben zu werden, das war natürlich ein bisschen blöd, war ein Duke Nukem Forever jetzt, wenn das dann wirklich erscheint,